Hallo zusammen und willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ihr seht es direkt, oder? Na kommt, gebt's zu. Ihr erkennt es. Es ist nicht mehr das Schattenoutfit. Nicht mehr die Schattenkleidung. Denn wir tragen tatsächlich die Himmelshose, das Himmelsgewand und die Himmelsmütze. Das Schwert dazu, was man ebenfalls durch die Skyward Sword Amiibo bekommt, habe ich leider noch nicht. Das hole ich mir dann später. Die Himmelsmütze, der Held, der auf einem Vogel durch die Wolken flog, soll sie getragen haben. Perfekt fürs Fliegen. Der Held, der auf einem Vogel durch die Wolken flog, soll sie getragen haben. Er soll es einst für den Abschluss einer Zeremonie erhalten haben. Das Himmelsgewand und die Hose, diese Stiefel waren einst Teil der Uniform von einer Art Ritterorden. Das Himmelsgewand aus The Legend of Zelda Skyward Sword. Das Zelda, das ich in meinem Leben noch nie gespielt habe, das ich auch auf jeden Fall spielen werde, entweder auf der Wii U oder dann hoffentlich auf der Switch als HD-Version. Ich hoffe immer noch auf ein Skyward Sword HD, aber wer weiß das schon. Wäre nicht schlecht. Ja, ihr seht übrigens, im Unterschied zum Schattengewand ist auf jeden Fall, guck mal hier, die Mütze kürzer. Guck mal hier, wie lang sie ist und seht mal hier. Na? Die Mütze ist kürzer und der Grünton ist anders. Ebenfalls haben wir beim Schattengewand eben diese schöne Armschiene auf der einen Seite. Währenddessen wir hier sehr leichte Klamotten haben, eben wie bereits vorgelesen, perfekt zum Fliegen. Total schick, oder? Ich habe übrigens mir folgendes Ziel gesetzt. Ich habe ja bereits gesagt, die Ocarina of Time Klamotten hätte ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Da mache ich das so, ich werde bald Klausurergebnisse bekommen und je nachdem, ob ich gute habe oder nicht so gute, werde ich mir dann die Ocarina of Time Amiibo gönnen. Das heißt, ihr werdet dann gut daran ableiten können, ob ich gute Klausuren geschrieben habe oder nicht. Na gut, wir ziehen aber jetzt vorerst mal wieder hier das Schattengewand an, die Schattenhose. Die Schattenmütze und das Schattengewand. Da wir dadurch eben auf jeden Fall etwas bessere Rüstungswerte haben. Okay, ja, was machen wir? Wie bereits gesagt, wollen wir uns in diesem Video um die größte Neuerung des DLCs kümmern. Diese Änderung ist eben genau, diese große Prüfung des Schwertes, durch die wir die Möglichkeit haben, das Master Sword zu verstärken. Die ganze Prüfung starten wir hier beim Dekobaum, haben wir schon angesprochen. Und damit fangen wir jetzt auch an. Das heißt, der Dialog vom letzten Video gehört eigentlich mit jetzt hier zu diesem DLC. Wir stecken das Master Sword zurück in den Sockel. Und damit befinden wir uns auf der ersten Ebene der großen Prüfung. Okay, ihr habt es gehört, das Ganze ist ein Illusionsraum, eine Illusionswelt, will ich fast sagen. Ein reiner Ort, um unsere Fähigkeiten zu prüfen. Und wir haben nichts an. Und wir haben nichts dabei. Na super. Super. Aber hey, seht mal. Wir haben die Möglichkeit, an die Waffen zu kommen, oder?
Ihr müsst wissen, durch den Master-Modus, den ich privat jetzt schon ein bisschen gespielt habe, ich habe bereits alle 4 Schreine auf dem Plateau erreicht und gemeistert, gewöhnt man sich daran, ein bisschen taktischer vorzugehen. Denn der Modus ist tatsächlich unglaublich schwierig. Und dementsprechend... eignet man sich zum Beispiel... Scheibenkleister. Schnell! Ja, okay. Wir haben es hierbei noch mit den ganz einfachen Bockblins zu tun, die es im Master-Modus gar nicht mehr gibt. Okay, damit haben wir die erste Ebene geschafft. Sehr schön, so läuft's also jetzt. Ja, ich hoffe nur, dass ich jetzt hier nicht noch darunter leiden werde, dass ich nie wirklich mit Schwertlingen und sowas arbeite. Wäre sicherlich auch mal eine Idee. Aber gut, so haben wir also hier jetzt die Möglichkeit, das Master Sword zu verstärken. Aber sehr schön gemacht. Also das ist jetzt wie gesagt das erste große DLC, wenn man so möchte. Und es geht weiter. Ich hoffe nur, dass wir nachher auch Rüstungen finden und sowas. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig. Auf Dauer mit dem... Oh, okay. Auf Dauer ist der Rüstungswert echt nicht schick. Mit 0. Ebene 2. Schwertprüfung 1. Sogar mehrere. Okay, wir haben eine Hochebene. Ich denke, das war eine super Idee, oder? Oh, oh. So. Gute Idee oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Aber hey, es hat geklappt. Einmal die Route. Au. Na, wir gehen nach oben. Ja, ich denke mal, das war die beste Möglichkeit, oder? So. Ja, die Idee mit dem Hochgleiten und dem Feuerschleim kam jetzt recht spontan, muss ich sagen. Aber mit Pfeilen zu arbeiten, ist schon mal sehr, sehr angenehm. So, Reiseschwert haben wir, Reiseschild haben wir auch bekommen. Das ist echt ordentlich, super. Bögen haben wir... Okay, nur Bockbögen. Okay. Auf zur Ebene 3. Super. Nur von der Regeneration her sieht es auch recht mau aus, ne? Wir haben keine Feen. Die Fähigkeiten. Ich glaube auch nicht, dass die aktiviert sind.
Ja. Ich denke mal, das ist das Beste, oder? Schön Pfeile sparend. Hier. Na gut, also mit den Bomben, nett. Aber auch nicht so schwierig. Ich bin sehr gespannt, ob da noch Ivaroks kommen oder sowas. Oder Leunen. Leunen wäre ja total übertrieben, ne? Aber die Idee ist halt klasse. Weil das Spiel auch vom Kampfsystem her so gut funktioniert. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, hier hochzuklettern. Uiuiui. Das ist hingegen schon eine super gute Idee. Ja, wobei ich das jetzt auch nicht so viel besser halte als unsere Bomben. Wir könnten mal das hier probieren. Die rollt schön. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir haben einen Holzpfeil, sehr schön. Wir müssen aber irgendwie nach oben kommen. Die Waffen halten nur sehr, sehr wenig aus. Ja, aber die Bomben sind zumindest für die ersten Level, glaube ich, der Schlüssel. Also ihr seht es ja selber. Das klappt super. Holzpfeile. Gerne mehr davon. Oder eine Kochstelle. Soldatenschwert, wisst ihr. Und Feuerpfeile. Oh. Und ein Stachelbockbogen, klar. Ah, ich glaube, das Ganze kann auch ganz ungemütlich werden. Wenn das Ganze ein bisschen in die Länge gezogen wird. Okay, nächste Ebene. Es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Es ist relativ interessant. Aber es macht Spaß. Nee.
Okay, das hat verhältnismäßig gut geklappt. Na morgen! Ist ja schön rausgeflogen. So. Na komm. Oh weh, oh weh. Aber gut, die Waffen sind echt okay. Es funktioniert. Soweit, so gut. Ja, okay. Und dann kann man hier sogar noch ein bisschen noch mehr waffensparend vorgehen. Super. Also bis jetzt haben wir nicht allzu viele Herzen verloren. Ich hätte mich vorher regenerieren sollen. Aber gut. Ich weiß es nicht. Ist hier auch was versteckt irgendwo manchmal? Oder ist es wirklich immer nur stumpf der Kampf? Ich weiß es nicht. Genauso ist ja die erste Schwertprüfung. Gibt es da mehrere von oder gibt es jetzt nur hier die eine? Na gut. Da eine 1 ist, ergibt sich eigentlich von selbst, dass es auch eine 2 gibt, ne? Okay. Hallo, Ivarok. Prüfung des Ivarok, wisst ihr. Ausdauer. Ja, die 18er will ich nicht nehmen. So stark ist er ja eigentlich gar nicht, ne? Link, aufstehen. Okay. Also die erste gemeine Stelle, wer hier keine Waffen mehr hat, der hat ein Problem. Der hat ein Problem. Ach, guck mal hier. Sprengfest, habe ich gar nicht gesehen. Aha. Toll. Leere Kisten.
Ich weiß gar nicht, kann man den Ivarok auch durch Sprengen besiegen? Ich glaube es eher weniger. Sehr schön, nächste Ebene geschafft. Ja, und das wird im Master-Modus ganz bestimmt ganz lustig. Nee. Der erste Dankesraum. Wahnsinn. Bitte Waffensets. Bitte, bitte, bitte. Oder Rüstungsset, eher gesagt. Goshin-Schild, okay. Zanshin-Kurzschwert, ja, super. Und Sanderlanze. Ah, kennen wir die alle schon? Ja. Schild noch nicht, okay. Und Schwert auch noch nicht. Okay, ist ja ganz nett. Ich hätte lieber eine Rüstung gehabt, aber okay. Rüstungskarpfen. Wir nehmen alles mit hier. So. Was wir jetzt am besten kochen, da kenne ich mich leider nicht so gut mit aus, das wisst ihr ja. Kraftkochobst nehmen wir mit. Hauptsache irgendwas, ne? Dass wir eben im Notfall was zur Regeneration haben. Ich meine, der Ivarok hätte uns auch schon ordentlich zusetzen können. Na, ich hoffe ja momentan noch, dass die Kämpfe so angenehm bleiben die nächsten Male. Ich weiß es nicht. Okay, lassen wir es mal dabei. Was haben wir jetzt für Waffen? 3, 5, 14, 6, 9, 12, 15. Dann nehmen wir mal das 5er Schwert. 5, 4 und 16 nehmen wir das. Bogen gehen wir mal auf den 5er. Okay, weiter geht's. Oh Leute, ich hab Angst. Hey, ich hab Angst. Nach so einem Raum kann ja eigentlich nur was Schlimmes kommen, ne? Exalfus. Au! Au!
Das war jetzt nicht so gut. Nein, aus. Oh. Ja gut, bei Holzpfeile schaden nicht, ne? Tanzen die da hinten rum? Guckt euch an! Au, oh, ich hasse das. Okay. Ist das gemein? Wahrscheinlich, aber es funktioniert. Wow, das war knapp. Darf ich doch nicht darauf verlassen, dass es so funktioniert, wie man denkt. Uah. Komm. Komm. Meine Lanze. Tschüss. Okay, ja, war auch gut möglich. Klar, man muss sich jetzt wirklich nur klug anstellen. So, dann habe ich hier schon ein Geheimnis gesehen. Guck mal hier. Okay, die Kiste meine ich gar nicht, aber gut. Kann man die sprengen? Oder, ah, wir haben die Axt hier noch. Nix. Danke. Ah, da war eine Kiste, guck mal. Fuß wehgetan. 10 Holzpfeile. Okay. Und sonst nichts. Eine Rüstung wäre echt mal nett, ne? Aber. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Na gut. Auf zur nächsten Ebene. Bitte. Och nein. Och nee. Nein, ein Speer. Warum eine Hexe? Ja, genau, komm her. Ja, okay. Na gut, das war ja auch okay. Problem ist halt nur, ne, wir verlieren immer mehr und mehr die Herzen und haben gleich keine Regeneration dafür. Das ist das große Problem. Nee.
Ja, den nehme ich mit. Es muss nur was drin sein, ne? Super. Ah, was ist das denn? Komm, bitte eine Rüstung. Na gut, 10 Pfeile sind auch okay. Ja, ich habe halt Angst, Ivarok hatten wir. Ja, ich weiß gar nicht. Ah, vom Leunen habe ich Angst, ne? Das wäre sehr, sehr lustig.